Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Lostberg, die dritte heute. Ich hoffe einigermaßen pünktlich, wenn nicht, tut es mir sehr leid. Wir haben... Das ist halt Standard, ne? Diese Schilde, das nehme ich immer. Jedes Mal nehme ich dieses Schild mit. Oh. Eieieiei. Der hätte schon wieder geklingelt am Anfang der Folge, ne? So, was wollte ich sagen? Wir haben das Güllefass voll gemacht. Ah, das Fass Universal, Kotefass voll gemacht mit Gülle. Hauseigene Gülle, muss man dazu sagen, ne? Nicht irgendwie gekauft oder sowas. Nee, hauseigen gemacht. Das bringen wir zu der Produktionsstätte für Dünger. Dann werden wir noch Mist holen. Dann werden wir den Dünger, den wir zur Verfügung haben, in die Produktion für Saatgut werfen. Wir werden noch Getreide holen, für das, damit das Saatgut-Produktionsgedöns starten kann. Dann haben wir noch einige Sachen heute vor, ne? Das wird ja relativ spannend heute. Also hier haben wir wirklich, heute haben wir einen vollen Terminkalender. Aber das ist auch, ich hätte den Kote mitnehmen können, sehe ich gerade, ne? Da hinten ist der Kugelkopf. Ah, ich hätte den, wie heißt denn der? Dieser Wagen, dieser, ne? Ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Die Kröger Agroliner, wollte ich sagen, den hätte man mitnehmen können, aber... Ist halt jetzt schon so, wie es ist. Wir müssen ja sowieso nochmal fahren. Ich möchte mir auch gleich den Fronter dann nochmal ranbauen. Weil, wenn ich dann den Dünger von A nach B bringe, brauche ich einen Fronter dafür. Da kann man nichts gegen machen. Im Beta müsste ich auch umparken. Der Fendt müsste runter. Ja, das ist... Ich habe auch mal gesagt, dass ich eigentlich Strecken einbauen werde, ne? Also Curseplay-Strecken. Habe ich eigentlich Curseplay-Strecken hier drin? Dreschen, pflügen, säen, schwaden, Schweinestall zum Hof, das habe ich tatsächlich schon gemacht, guck an. Aber ich brauche halt einen Kurs von Produktionsstätte zum Schweinegedöns. Aber den kann ich jetzt auch nicht machen. Ich mache dann einen Kurs von Hof zu Schweinegedöns. Das ist, glaube ich, besser. So, hoppala. Ui, das federt aber ganz schön, das Fässchen, ne? So, ausladen. Okay. Derweil werden wir jetzt erstmal den hier entlassen. Hast du gut gemacht oder hast du gut gemacht? Hat er gut gemacht. Zack, zack. Sehr schön. Hier müsste nochmal gedüngt werden dann, by the way. Aber alles zu seiner Zeit. Hier links. Ja, hörst du halt schon die Kraft, ne? Also da hörst du sie halt richtig. Hört euch das mal an. Ah, geil. Das ist mega cool. Mann, wo wollt ihr denn alle hin, ey? Hier stinkt es ein bisschen, ey. Das Fenster aufmachen. So, das hier ist unsere Schweinegedönsabteilung, ne? Und jetzt fahren wir hoch zur 26. Und da auf der 26 werden wir da gleich den Fendt übernehmen. Und werden den Fendt gleich mal zum Hof steuern. So dass wir dann mit dem vielleicht striegeln könnten. Muss ich aber nochmal nachgucken, wie das 37er Feld, was da für ein Zustand herrscht. Ob das, nicht, dass es schon reif ist, ne? Das wäre ja auch kacke. Oh, wow, oh, da, oh, jetzt ist es aber, ne? Jetzt, oh. Da hat er schon. Da muss er mal atmen, ne? Ist halt einfach ein Monster, ne? Ich nenne es immer... Ich glaube, ich nenne ihn einfach mein kleines Monster, weil das ist ja echt teilweise, was der schafft, ne? Das ist ja echt Wahnsinn. So, da sind wir. Lalalalala. Das ist halt schon angenehm, ne? Ich weiß, dass es jetzt vielleicht ein paar durch den Strich geht.
dass ich das mit CP mache und so weiter, aber Jungs und Mädels, wir können nicht alles selber machen. Das schaffe ich nicht. No way. Und wir wollen ja vorankommen. Ihr selber habt auch abgestimmt, dass wir ein bisschen schneller arbeiten möchten und so weiter und so fort. Ne? Also irgendwo muss man auch mal Kompromisse setzen. Aber wir können jetzt erstmal den Flug abhängen, also diesen tiefen Flug. Kann ich auch hier rumfahren? Ah ja. Kann ich auch, ne? Ja, geht. Okay. Das wollte ich mir noch angucken. Genau, da hat mir jemand geschrieben, ob ich das mal anschauen könnte. Nice. Das heißt, du kannst, wenn du die Plane hast, kannst du dann hier die Reifen oben drauflegen. Ja, mega cool, oder? Das freut mich. Und dann, wenn du es nicht brauchst, dann legst du die Reifen einfach wieder hier drauf. Und fertig. Sehr gut gemacht. Haben sie sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen. So, hier haben wir keine Gülle. Nee, Hexengut haben wir auch nicht. Nee, okay, alles gut. Wollte nur gucken. Wollte nur mal stöbern hier. Eieiei, unsere Ballen sehen auch nicht mal ganz... Auch nicht mal ganz geradeaus, wollte ich gerade sagen, ne? Ist mal der Wind durchgefahren oder was war hier los? Wir müssen dringend wieder mähen, ne? Dringend. Aber Step by Step. Wir haben so viel Zeit zum Mähen, wenn wir die ganzen Felder fertig bestellt haben. Dann haben wir so viel Zeit zum Mähen. Das ist unfassbar. So, was wir auf alle Fälle machen müssen, ist erstmal das Gerät waschen. Das ist mir mir wichtig, dass das gemacht wird. Wir hatten hier einen Müllbeutel liegen lassen. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, gut, dass wir die Einfahrt breit genug gebaut haben, ey. Okay. Gerade mal einen Kommentar durchgucken. Es hat mir auch jemand geschrieben, dass es ein Lager für Dünger und Saatgut gibt hier, ne? Vielleicht können wir uns mal schauen wir mal nach, wie sich das befindet. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin wirklich. Soweit habe ich mich noch nicht umgeguckt hier auf dieser wunderschönen Map. Die ist wirklich wunderschön. Also, wenn ihr eine Map sucht, auf alle Fälle Lost Bar kann ich euch immer noch empfehlen. Ist wirklich eine sehr, sehr... Alter, was hier bei den Eiern los ist, ne? Ich glaube, wir haben hier nicht Platz. Also, das klingt jetzt ein bisschen bizarr, aber wir haben hier nicht Platz, glaube ich. Ne, wir haben ja nicht Platz. Okay. Weiter hinten haben wir noch genug Platz, glaube ich. Jo, guck mal an. Hier haben wir doch... Oh, warte mal. Wir haben ja auch keinen Platz. So. Ich glaube, das ist das Lager, was ihr mir gesagt habt, ne? Für Dünger und Saatgut hier. Wir lassen den hier stehen, wenn es für euch okay ist. Ja, hier steht er doch perfekt. So, lass mal ganz kurz gucken. Das dauert nicht lange. Abdeckung Düngersilo öffnen. Das heißt, hier ist Dünger und Saatgut drin, ne? Gibt es irgendwo ein Kästchen, wo ich mir das anzeigen lassen kann? Wahrscheinlich gebe ich das irgendwo, aber ich weiß. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Wow. Nee, das wird nicht angezeigt. Ist aber auch nicht tragisch tatsächlich, weil wir jetzt einfach mal den. Wen nehmen wir denn dafür? Glaube tatsächlich, dass wir den Fendt dafür verwenden könnten. Aber wir wollten mit dem Fendt ja eigentlich striegeln, ne? Lass mal ganz kurz gucken. Wie weit ist denn unser Feld fortgeschritten? Es ist im Wachstum. Oh, es ist die letzte Wachstumsstufe, ne? Und wie. Ah, es ist aber schon voll gedüngt, ne? Das ist voll gedüngt. Das brauchen wir nicht mehr machen. Guck mal, da oben fährt er. Das ist einmal gedüngt, ja. Das ist. Das habe ich auch einmal gedüngt, ja gut. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich das hier düngen, aber. Tatsächlich, hier wird wieder produziert. Guckt an, es wird produziert. Nice. Der macht das auch hier wunderbar, wunderschön. Na gut. Der hier macht das auch gut. Jetzt ist halt die Frage, was wir jetzt machen, ne? Tatsächlich müssten wir jetzt Mist holen. Würde ich verdammt gerne mit dem Joskin machen, muss ich sagen. Komm, lass mal Mist holen.
Und natürlich müssen wir dann noch ein bisschen gucken wegen Getreide. Wir müssen noch eine Getreideart in den Silo werfen, in den Herstellungsprozess des Saatguts. Ich gucke jetzt einfach mal, ob der Map-Erbauer uns da ein bisschen was ins Lager gepackt hat. Saatgut, Dünger. Da ist gar nichts drin. Aber da passen nur 25.000 Liter rein, ne? Was jetzt nicht so viel ist, wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Muss ich irgendwas mitnehmen zu den Schweinen? Das wäre interessant, weil wenn ich schon unterwegs bin, dann kann ich auch was mitnehmen, ne? Schweine, die haben... Oh, oh. Körnermais. Haben wir noch Körnermais am Lager? Körnermais ist das Wichtigste für die Schweine. Jo, haben wir. 8.000 nehmen wir mit. So, jetzt fahren wir aber anders. Ich sag euch gleich, warum. Ich sag euch ganz, ganz gleich, warum. Weil ich hier einen Kurs noch machen möchte. Hof zum Schweineschall. Und den Kurs aber zentral von der Einfahrt dieses wunderschönen Hofs machen möchte. Gerste haben wir dann auch noch. Perfekt. Für Gerste brauche ich dann für die Produktion des Saatguts. Fertig. Könnte jetzt auch geradeaus reinfahren, ne? Habe ich aber gar nicht. Ich habe eine Idee. Was ist denn, wenn ich die Big Wags in den Anhänger werfe und den Anhänger dann ablade in diesen, ne? Warte, wäre das nicht geil? Das wäre doch cool, oder? Wisst ihr, was ich... Ich nehme jetzt die Big Bags, pack die Big Bags oder leere die Big Bags in einen Anhänger aus und entleere diesen Anhänger über unserem Saatgut- und Düngerlager. Das heißt, wir müssten das ja da nicht mehr da stehen haben in Paletten, sondern wir müssten dann das wie nennt man das? In Dünger und Saatgut ohne Verpackung müssten wir das dann im Lager haben. Oh, das ist auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlechte Idee. Alter, was ist denn hier los, ey? Ja, noch 5 Autos vielleicht. Was ganz wichtig ist bei CP, wenn Verkehr da ist, immer so weit rechts fahren wie möglich. Ihr wisst nie, der Verkehr fährt meistens nicht sehr schön, sagen wir es mal so. Also speziell in Kurven fährt einfach eine richtige 90-Grad-Kurve und keine schön geschwungene Kurve. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen. Und vor allem, ihr müsst ja denken, vielleicht habt ihr mal 2 Drehschemel dran, ne? Dann müsst ihr einfach so weit fahren, rechts fahren wie möglich, weil wenn ihr größere oder länger gezogene Kurven fahrt oder fährt, ne, dann wird es auch ein bisschen dramatisch. Deswegen ist es immer gut, so weit rechts wie möglich zu fahren. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei Kreuzungen musst du aufpassen, wenn du zu weit rechts fährst, dann knallst du vielleicht in irgendein Fahrzeug rein, das da gerade steht. Was auch nicht so geil ist, ne? Ich würde sagen, wir machen hier einfach Stopp. Und sagen hier Hof. Moment, ich muss die Kabel. Hof zum Schweinestall. Passt. Das heißt, wir füllen das jetzt noch ein, werden Mist verladen, werden den automatisch zurückfahren lassen. Oh, holla, die Waldfee. So, das heißt aber, unser Teleskoplader muss weg, ne? Wobei das sowieso egal ist, weil den brauchen wir jetzt sofort. Ich glaube, der Manitou war schon eine ganz gute Investition. Weil wenn sie denken, yo, der ist... What? Ich bin in der Mauer innen drin. So. Da ist ja nicht viel drin im Anhänger, muss man dazu sagen. Also da ist er wirklich bei weitem nicht voll. Ich glaube, der wird aber auch nicht dauerhaft bei uns bleiben, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe nämlich ein Auge auf einen anderen Anhänger geworfen. Den ich eigentlich auch gerne haben würde. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Das ist der mit den Wänden. Den haben wir jetzt, ne? Ich hätte gern den hier. Der gefällt mir viel besser. So, haben wir reingemacht. Das ist schön, das ist gut. Dann werden wir den jetzt noch ein bisschen hier hin platzieren und dann werden wir den Mist aufladen. Jawohl. Hoppala. Wir fahren bitte vor. Wie gesagt, ich mache das manchmal von innen, manchmal von außen, ganz verschieden.
So. Gut, wir werden das nächstes Mal weitermachen, weil ich direkt das Video schneiden muss. Sonst ist es wieder viel zu spät hochgeladen wird, leider. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge auf The Lost Berg um 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.